بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم بارك لنا بقية شعبان وبلغنا رمضان ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meine lieben Geschwister. Wir wollen heute, insha'Allah ta'ala, den zweiten Teil der Ramadan-Verse in Surat Al-Baqarah behandeln. Wir hatten letzte Woche mit dem ersten Teil begonnen. Das heißt, wir haben direkt begonnen mit dem Vers Nummer 183 dieser Sura. Eigentlich nicht direkt, sondern wir wollten uns vorher nochmal den Kontext anschauen und haben auch gesehen, wie wichtig dieser Kontext ist und in was für einen Kontext dieser Abschnitt über die Ramadan-Verse oder besser gesagt die Fasten-Verse eingebettet ist und haben uns nur das angeschaut, was davor war und heute schauen wir uns auch den Kontext danach an, insha'Allah ta'ala, weil der ist unglaublich wichtig. Und wir sind gekommen bis zum Vers Nummer 185. Das heißt, wir haben gerade mal zwei Verse behandelt. Wir werden aber heute bemüht sein, insha'Allah ta'ala, die restlichen Verse, auch wenn sie etwas länger sind als die ersten beiden Verse, dann vollständig zu behandeln und dann insha'Allah ta'ala einen ganzheitlichen Überblick über diesen Abschnitt zu erhalten, damit wir auch in gewisser Weise vorbereitet sind auf den Monat Ramadan, der ja insha'Allah am Montag beginnen wird. Der Vers Nummer 185 beginnt jetzt direkt mit dem Monat Ramadan. Die vorherigen Verse haben allgemein über das Fasten gesprochen. Aus den vorherigen Versen wurde aber noch nicht klar, welche abgezählten Tage konkret gefasst werden sollen. Das wird jetzt in dem Vers Nummer 185 klar und deutlich formuliert. Indem nämlich Allah subhanahu wa ta'ala sagt, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Der Monat Ramadan ist es, in dem der Koran herabgesandt worden ist. Damit beginnt dieser Vers. Dieser Vers ist etwas länger, aber wir schauen uns zunächst erst einmal den Anfang dieses Verses an. Allah subhanahu wa ta'ala, er beginnt komischerweise nicht mit dem Fasten in Bezug auf den Ramadan, sondern er beginnt mit etwas völlig anderem und zwar mit der Herabsendung des Korans. Der Monat Ramadan ist es, in dem der Koran herabgesandt worden ist. Und erst später beginnt Allah Ta'ala, nachdem er über den Sinn und Zweck der Herabsendung des Korans spricht, indem er nämlich sagt, Huda lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan, als Rechtleitung für die Menschen und als klare Beweisung der Rechtleitung und der Unterscheidung. Erst dann beginnt Allah Subhanahu wa Ta'ala uns aufzuzeigen, dass wir genau diesen Monat zu fasten haben. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Wer also von euch während dieses Monats anwesend ist, der soll ihn fasten. Aber zunächst erst einmal beginnt Allah Ta'ala über den Ramadan zu sprechen in Bezug auf die Herabsendung des Korans. Allah Ta'ala, er sagt, der Monat Ramadan. Was bedeutet eigentlich das Wort Ramadan? Ramadan, weiß jemand, was das bedeutet? Ramadan. Ramadan hat eine Bedeutung. Es ist ein Name für den Monat, aber etymologisch gesehen hat er eine Bedeutung. Ich weiß nur aus dem Arabischen, dass es so ungefähr ist, dass es Ramadan ist. Ramadan, was ist Ramadan? Ja, heißer Wüstensand, sehr gut. Heißer Wüstensand. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum gerade sozusagen Ramadan diese Bedeutung hat. Weil Ramadan in der Regel, gerade in vorislamischer Zeit,
in der Sommerzeit gewesen ist. Wie kommt das? Ich dachte immer, die Monate wandern. Und jedes Jahr verschiebt sich der islamische Kalender um 10 Tage nach hinten. Sodass alle ca. 33 Jahre Ramadan wieder und so einmal das ganze Sonnenjahr gelaufen ist. Der Grund, warum die arabischen Monate in der vorislamischen Zeit teilweise immer in einer bestimmten Jahreszeit gewesen waren, wie beispielsweise Rabi' al-Awwal, Rabi' al-Thani. Was heißt Rabi' Frühling? Das heißt, es muss irgendetwas mit Frühling zu tun gehabt haben. Der Grund ist, dass die Araber damals einen sogenannten Schaltmonat eingefügt haben. Und wie nennt man diesen Schaltmonat? Nasi. Also sie haben teilweise sozusagen die Monate vertauscht, damit das sozusagen hinhaut mit bestimmten Dingen. Und es gab diesen sogenannten Schaltmonat, der dann dafür gesorgt hat, dass die Monate einigermaßen in den jeweiligen Jahreszeiten geblieben sind. Was dann später im Islam nicht mehr vorhanden war, weshalb dann im Islam die Monate auch immer wieder also wandern, das heißt jedes Jahr sich um 10 Tage nach hinten verschieben. Und Ar-Ramdan ist der heiße Wüstensand. Und es ist sehr, sehr interessant, dass Allah subhanahu wa ta'ala von uns Muslimen gerade in diesem Monat verlangt zu fasten. Um auf der einen Seite natürlich auch darauf hinzuweisen, dass das Fasten keine einfache Disziplin ist, sondern dass das Fasten eine Ibadah ist, welche auch mit einer gewissen Anstrengung verbunden ist, genauso wie es anstrengend ist für einen Menschen, an einem heißen Tag durch eine Wüste zu wandern. Es ist eine Ibadah, die mit einer Form von Mujahedatun Nafs verbunden ist, mit einer Form von Anstrengung gegen mein eigenes Nafs. Und noch interessanter ist es, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Herabsendung des Korans mit genau diesem Monat verbunden hat. Um es vielleicht auch noch einmal aufzuzeigen, dass die Rechtleitung von einem Menschen auch eine gewisse Anstrengung erfordert. Und deswegen sagte auch Allah subhanahu wa ta'ala zu unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam in Surat Al-Muzammil, inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Wir werden ein schweres Wort auf dich herablassen, auf dich herabsenden. Es ist eine Verantwortung, die wir tragen. Und Verantwortung ist immer verbunden mit einer gewissen Last. Und eine Last ist immer verbunden mit was? Mit einer gewissen Anstrengung. Aber gleichzeitig führt diese Anstrengung nicht zu einer Überforderung, sondern diese Anstrengung führt am Ende zu einem schöneren Leben. Ich gebe euch ein Beispiel. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das verstehen. Wenn ich meine Kinder erziehe, ist das mit Anstrengung verbunden, oder? Mache ich das, um meine Kinder zu quälen oder mich selbst zu quälen? Oder mache ich das, damit sie später ein besseres Leben führen? Ich mache es, damit sie später ein besseres Leben führen. Und dementsprechend, diese Rechtleitung, diese Ibadat, sind natürlich mit einer gewissen Anstrengung verbunden. Aber es ist eine Anstrengung, die am Ende zu einer Erleichterung führt. Eine Anstrengung, die am Ende zu einer Erleichterung führt. Wenn ich mich als Jugendlicher anstrenge, um etwas zu erreichen, einen guten Schulabschluss, ein Studium oder ähnliches, dann strenge ich mich an, während die anderen vielleicht in die Diskothek gehen, die ganze Zeit vor dem Laptop sitzen, sich Serien angucken oder Playstation spielen, auf Partys gehen, sich mit ihren Freunden treffen. Ich kann das vielleicht alles nicht genauso machen wie der andere, der faul herumsitzt. Aber nach dieser Anstrengung kommt für mich was? Eine Erleichterung. In der Regel. Warum? Weil ich etwas für meine Zukunft gemacht habe. Und deswegen Allah subhanahu wa ta'ala, er spricht hier über den Ramadan, der verbunden ist mit einer gewissen Anstrengung, Wüste, heiße Wüste. Und gleichzeitig spricht er dann aber von einer Rechtleitung. Und das ist eine Sache, die ich verstehen muss. Darin liegt eine göttliche Weisheit. Wer Erfolg haben möchte in seinem Leben, egal in welchem Bereich, ob im Diesseits oder im Jenseits, der muss bereit sein, etwas zu tun.
Und deswegen verlangt Allah Ta'ala von uns, etwas zu tun. وَقُلْ اِعْمَلُوا Und sprich, handelt, tut. فَسَيَرَ اللَّهُ أَعْمَلَكُمْ Auf das Allah eure Taten sieht. وَرَسُولُهُ Und der Gesandte. وَالْمُؤْمِنُونَ Und die Gläubigen. Ebenfalls, immer wieder kommt im Koran welche Formulierung vor? إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Diejenigen, die glauben, Glaube allein reicht nicht. Ich muss etwas hinzufügen, nämlich die Taten. Ich muss handeln. Und Handeln ist immer mit was verbunden? Mit Bewegung. Und Bewegung ist immer wiederum mit was verbunden? Mit einer gewissen Anstrengung. Es geht also nicht ohne eine gewisse Anstrengung. Jemand, der glaubt, er könne etwas erreichen in Bezug auf seinen diesseitigen Erfolg oder in Bezug auf seinen jenseitigen Erfolg, ist ein Träumer. Aber es gibt leider sehr viele Träume heutzutage. Wenn ich im Internet bin, dann bekomme ich andauernd Werbung auf Facebook, auf Instagram, auf Google, weiß ich nicht was, von irgendwelchen Spinnern, die natürlich die Psyche des Menschen sehr, sehr gut kennen und die wissen, dass es viele Träumer gibt, wo es heißt, du kannst ohne irgendetwas zu tun 3000 Euro am Tag verdienen. Kriegt man dann fast jeden Tag irgendwo ja, irgendwelche Angebote. Und die Leute klicken drauf und glauben wirklich, das geht. Jemand, der weiß, wie man jeden Tag 3000 Euro so verdienen kann, der wird dir bestimmt nicht sagen, wie. Der wird versuchen, sozusagen die nächsten 3000 Euro für sich ganz alleine zu verdienen. Ja, aber es gibt viele Träumer, die glauben, dass es Menschen gibt, die so altruistisch denken und die solch eine Nächstenliebe haben, dass sie all ihr Wissen, wie man viel Geld verdienen kann, einfach so kostenlos teilen. Ohne Anstrengung kannst du nichts erreichen. Jeder, der irgendetwas Gegenteiliges behauptet, ist ein Träumer oder ein Lügner oder ein Betrüger, der durch dich profitieren möchte. Und deswegen, ja, Ramadan, ein Monat, der verbunden ist mit der Herabsendung des Korans. Jetzt stellt sich die Frage, aber wie ist der Koran ganz konkret herabgesandt worden? Wir hatten das, glaube ich, letztes Mal ganz kurz erwähnt gehabt. Nach einer Frage. Allah Ta'ala, er sagt, der Monat Ramadan ist es, in dem der Koran herabgesandt worden ist. Aber wir wissen doch aus der Sira unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam und auch aus anderen Koranversen, dass der Koran nicht vollständig im Ramadan herabgesandt wurde. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً Und diejenigen, die ungläubig sind, sagten, warum ist der Koran nicht als Ganzes auf einmal herabgekommen? Also Allah Ta'ala, er zeigt uns auf, der Koran ist nicht auf einmal herabgekommen. Das wissen wir, das ist, weiß jeder Muslim. Warum sagt denn Allah Ta'ala also, der Monat Ramadan, in dem der Koran herabgesandt worden ist. Und an anderer Stelle sagt er, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wir haben ihn wahrlich in der Nacht der Bestimmung, sogar nur in einer Nacht herabgesandt. Und an dritter Stelle wird das bestätigt in Surah Dukhan. Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. Wir haben ihn in einer gesegneten Nacht herabgesandt. Ist das nicht ein Widerspruch? Einige Gelehrte sagen nein. Damit ist lediglich was gemeint, dass der Beginn der Herabsendung wann begonnen hat? Im Monat Ramadan und zwar ganz konkret in Laylat al-Qadr. Einige andere Gelehrte sagen, dass der Koran in zwei Phasen herabgekommen ist und stützen sich hierbei auf eine Aussage von Abdullah ibn Abbas, der sagt, dass der Koran vom Dhikr, das heißt, von der wohlbewahrten Tafel getrennt wurde, von Jibril in den ersten Himmel herabgesandt wurde und in einem Haus aufbewahrt wurde mit dem Namen das Haus des Stolzes. Sehr interessant, wir wissen nicht viel über das Haus des Stolzes, außer diese Überlieferung. Aber warum gerade das Haus des Stolzes? Vielleicht, weil der Koran dich stolz macht. Der Koran erhöht dich. Und deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ein kleiner Exkurs nur dazu, er sagt, إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ Allah erhöht durch dieses Buch Völker und erniedrigt andere. Es gibt dir Stolz, dieses Buch. Es erhöht dich. Am jüngsten Tag
wirst du eine Krone aufgesetzt bekommen, wenn du dieses Buch in deinem Herzen aufbewahrt hast. Ja, deine Eltern werden extra ein Gewand bekommen. Ein Gewand der Würde und der Ehre, nur weil sie es geschafft haben, dich mit dem Koran zu erziehen. Allahu Akbar. So hast du den Koran auswendig gelernt hast als Kind. Was für ein Stolz und was für eine Ehrung der Koran einem gibt. Und dann sagt Abdullah ibn Abbas, wurde der Koran von diesem Haus in einem Zeitraum von 23 Jahren dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam in den unterschiedlichsten Situationen offenbart. Und jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, warum? Weil das Warum ist äußerst wichtig. Wir wissen, warum der Koran zu verschiedenen Situationen offenbart wurde. Allah gibt uns die Antwort. كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ. Dies, damit wir dein Herz festigen, damit wir den Koran besser verstehen, damit wir ihn besser verinnerlichen können und auch viele andere Lehren und Weisheiten. Aber warum wurde der Koran zunächst erst einmal vollständig in den ersten Himmel herabgesandt? Warum spricht Allah Ta'ala immer wieder vom ganzen Koran und nicht von einem Teil? Darin liegt eine tiefe Weisheit. Und diese tiefe Weisheit, auf die werden wir hingewiesen, gleich am Anfang des Korans. Gleich am Anfang des Korans. Und zwar direkt nach Alif Lam Mim, das erste Wort. Was ist das erste Wort nach Alif Lam Mim in Surat Al-Baqarah? Thalik. Was ist der Unterschied zwischen Thalika und Hatha? Also Allah sagt Thalika Al-Kitab. Wie würdet ihr Thalika Al-Kitab übersetzen? Wie übersetzt ihr Thalika Al-Kitab? Das weitliegende Buch. Das weitliegende Buch, ja? Jenes Buch, ja, beides richtig. Ja? Nein, das ist nicht richtig. Dieses, das Buch, ist, man könnte es theoretisch so übersetzen, aber es ist eine Übersetzung, die nicht Thalik wirklich wiedergibt. Weil Thalik ist sozusagen ein Ism Ishara al-Bu'd. Das heißt, ein Demonstrativpronomen, was auf etwas Weites hindeutet. Ich sage zum Beispiel, wenn ich jetzt sozusagen hier ein Laptop habe, hatha laptop. Und wenn jetzt jemand von euch da hinten ein Laptop hat, sage ich thalika laptop. Ich sage nicht hatha laptop, ich sage thalika laptop, der da ganz weit ist. Und im Deutschen gebe ich das wieder durch jenes oder das, was weit ist. Und warum jenes Buch? Weil zu diesem Zeitpunkt natürlich der gesamte Koran noch gar nicht offenbart gewesen war. Und deswegen geht es um das Buch, was Allah Ta'ala schon als Buch feststeht. Also der Koran war vom ersten Moment an als vollständiges Buch vorgesehen, auch wenn der Koran zu den unterschiedlichsten Situationen herabgesandt wurde. Der Koran ist nicht später entstanden, weil Gott sich etwas Neues überlegt hat, sondern der Koran, er ist das Wissen Allahs, was keinen Anfang hat, noch ein Ende hat. Und der Koran ist dementsprechend als ganzes Werk zu verstehen. Als vollständiges Werk zu verstehen, wo ich mir nicht einfach etwas herauspicken kann, was mir gefällt und das beiseite legen kann, was mir nicht gefällt, sondern ich muss den Koran als Ganzes verstehen. Diejenigen, die den Koran nicht als Ganzes verstehen, die machen genau den Fehler, welchen schon zuvor die Ahlul Kitab gemacht haben. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ. Glaubt ihr etwa an einen Teil des Buches und lasst den anderen Teil beiseite? Es gibt viele gläubige Muslime heutzutage, die vielleicht so etwas niemals behaupten würden, aber welche ihr Leben genauso verrichten. Und ich knüpfe nochmal an das an, was wir letzte Woche hatten, als wir über den Kontext gesprochen haben. Muslime, ja, wenn es um den Ramadan geht, die sagen, Ramadan ist ein Muss für mich. Aber wenn es um andere Gebote im Koran geht, sie plötzlich komisch gucken und sagen, was hat das bitte schon mit meinem Alltag zu tun? Und wir werden gleich den anderen Kontext sehen, nämlich nach dem Fastenversen, wo Allah Ta'ala einen so schönen Übergang macht, aber gleichzeitig einen Übergang macht, der uns jeden Angst einflößen sollte, wo er nämlich über die Rechte der Menschen spricht. Es gibt so viele Menschen, die kein Problem damit haben, im Ramadan zu fasten und gleichzeitig andere Menschen zu bestehlen. Und da fragst du dich, wie ist das miteinander in Einklang zu bringen? Auf der einen Seite
schaffst du es, 18 Stunden auf das Essen und Trinken zu verzichten, aber auf der anderen Seite schaffst du es nicht, ehrlich zu sein? Das ist ein Widerspruch in deinem Verhalten. Und dieser Widerspruch, der ist gefährlicher, als wir denken. Weil dieser Widerspruch in deinem Verhalten, der wirkt sich nicht nur negativ auf deinen Ruf aus, sondern der wirkt sich negativ auf den Ruf des ganzen Glaubens aus. Weil dann nämlich Leute kommen, die den Glauben nicht praktizieren oder die vielleicht sogar gegenüber dem Glauben etwas kritisch sind und kritisch eingestellt sind und sagen, ja guck mal, diese Kopftuchfrauen. Diese Kopftuchfrauen, ja, die tragen zwar Kopftuch, aber guck mal, wie sie sich verhalten. Guck dir mal diese Männer mit Bart an, ja, haben solch einen Gebetsfleck auf der Stirn, ja, aber sie betrügen irgendwelche Leute und machen dies und jenes. Das ist also der Glaube, von dem ihr immer wieder redet. Wie oft haben wir das schon gehört? Und da sehen wir, wie schlimm dieser Widerspruch ist, wenn ich nur an einen Teil des Buches glaube, aber den anderen Teil beiseite lasse. Möge Allah Ta'ala uns davor bewahren. Und deswegen, Allah Ta'ala, er hat zwar nicht den gesamten Koran auf unseren Propheten sallallahu alaihi wa sallam im Ramadan herabgesandt, aber am Ende ist dieser Koran ein Werk, und zwar ein göttliches Werk. Und als Muslim habe ich die Aufgabe, alles zu befolgen. Weil nur dann ist der Koran das, was er auch für sich selbst beansprucht. Und zwar Hudal Linnas. Als Rechtleitung für die Menschen. Nur dann. Nur wenn die Menschen bereit sind, wirklich alles anzunehmen, was in diesem Buch steht, wird er eine Rechtleitung sein. Wenn sie aber nur einen Teil davon nehmen und den anderen beiseite legen, dann verliert er diese Eigenschaft, eine Rechtleitung zu sein. Der Koran muss also als Ganzes genommen werden. Und dann ist er eine Rechtleitung für die Menschen im wahrsten Sinne des Wortes. Und zwar für alle Menschen auf allen Ebenen. Ob das Individuum, du selbst, oder die Familie als Einheit, kleinste Einheit in der Gesellschaft. Oder eine ganze Sippschaft. Oder eine Stadt oder ein Dorf. Oder eine ganze Gesellschaft. Ja, sogar die gesamte Welt. Er ist dann im wahrsten Sinne des Wortes eine Rechtleitung für die Menschen. Und jetzt kommt etwas ganz Merkwürdiges. Nachdem Allah Ta'ala sagt, Hudal Linnas, kommt jetzt plötzlich eine Wiederholung. Indem nämlich Allah sagt, وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ. Und als klare Beweise der Rechtleitung und der Unterscheidung. Und da stellt sich natürlich die Frage, was ist jetzt der Unterschied zwischen dem ersten Huda und zwischen dem zweiten Huda? Einige Gelehrte haben gesagt, wie beispielsweise At-Tahir ibn Ashur, der erste Huda bedeutet, dass der Koran wirklich eine Rechtleitung für alle Menschen ist. Das heißt, unabhängig davon, ob sie Muslime sind, ob sie nicht Muslime sind. Weil die Gebote des Korans eine Rahme, eine Barmherzigkeit, nicht nur für die Muslime sind, sondern für alle Weltenbewohner. Und deswegen sagt Allah Ta'ala im Koran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Und wir haben dich nur als Barmherzigkeit für die Weltenbewohner gesandt. Was ist aber jetzt mit diesem zweiten Huda gemeint? Und was ist mit dem Furqan gemeint? Und was ist mit diesen klaren Beweisen gemeint? Mit diesem klaren Beweis ist etwas unglaublich Wichtiges gemeint. Und zwar der Koran ist eine Rechtleitung, was seine Gebote betrifft für die Menschen. Und gleichzeitig liefert er auch Beweise für jeden Menschen, der nach der wahren Rechtleitung des Herzens sucht. Ganz wichtig. Das heißt, er ist allgemein eine Rechtleitung, egal ob man ihn praktiziert, ob man ihn nicht praktiziert, ob man ihn anerkennt, ob man ihn nicht anerkennt. Und dann ist er noch einmal ein Buch, aus dem ich entnehmen kann, wie ich zur wahren Rechtleitung des Herzens gelange. Und hier ist es interessant, dass Allah Ta'ala nicht nur einfach sagt Huda, sondern auch Furqan. Das ist unglaublich wichtig. Das heißt, der Koran, er liefert dir
Die klaren und deutlichen Beweise. Eine Bayyina ist ein klarer Beweis. Eine Bayyina ist ein klares Zeichen. Etwas, was eine andere Sache klar und deutlich macht. Von yubayyinu tabyina. Tabyin heißt, dass ich eine Sache klar mache. Eine Sache, die erst einmal nicht klar ist, sie wird plötzlich klar. Und er sagt, es sind klare Beweise. Für was? Für die Rechtleitung. Durch den Koran erfahre ich ganz genau, wie ich als Mensch zu meinem Schöpfer gelange. Und der Koran, er liefert mir logische Beweise, aber auch andere Beweise, welche alle belegen, dass der Koran wirklich eine Botschaft von Allah ist. Und dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam wirklich der Gesandte Allahs ist, der uns Menschen zeigt, wie wir zu unserem Schöpfer gelangen können. Aber nicht nur das. Es gibt viele Menschen, die beschränken sich nur darauf. Aber sie lernen nicht zu unterscheiden zwischen der Rechtleitung und zwischen dem Irrweg. Was meine ich damit? Allah Ta'ala sagt doch Al-Furqan. Was ist Al-Furqan? Das ist eine Unterscheidung. Und zwischen was und was unterscheide ich? Haqq und Batil. Wahrheit und Unwahrheit. Den richtigen Weg und den falschen Weg. Es gibt viele Muslime heutzutage, die praktizieren vielleicht ihren Glauben, und das ist auch schön und gut, aber ihnen fehlt dieses Wissen über den wahren Weg und den unwahren Weg. Das heißt, sie wissen nicht ganz genau, wie man sich eigentlich von diesem falschen Weg klar und deutlich abgrenzt. Und dementsprechend begehen sie manchmal in ihrer Unwissenheit, weil sie das eben nicht gelernt haben, sich ganz klar von dem anderen Wegen dann auch zu distanzieren, begehen sie manchmal Dinge, welche eigentlich ihrem Glauben widersprechen. Und manchmal kann es sogar passieren, dadurch, dass sie sich nie wirklich intensiv mit diesen falschen Wegen auseinandergesetzt haben, dass durch einige sogenannte Shubuhat, das heißt durch irgendwelche Einwände gegen den Islam, sie sogar anfangen zu zweifeln. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, dass ich als Muslim mich bewusst mit meinem Glauben beschäftige, dass ich verstehe, warum bin ich eigentlich Muslim und auch verstehe, warum bin ich eigentlich kein Nicht-Muslim. Das heißt, ich muss wissen, warum ich Muslim bin und ich muss vorher wissen, warum ich eigentlich kein Nicht-Muslim bin. Ich betone extra kein Nicht-Muslim, egal welcher anderen Religion oder Nicht-Religion ich angehöre. Ich muss verstehen, warum ich eigentlich kein Christ bin. Warum bin ich kein Jude? Warum bin ich kein Atheist? Warum bin ich kein Hinduist? Warum bin ich kein Buddhist? Und was es nicht noch alles gibt auf dieser Welt an Religionen und Weltanschauungen. Alles Dinge, mit denen ich mich beschäftigen muss. Und deswegen, wie lautet unser Glaubensbekenntnis? Wir alle kennen es. Aber wir müssen uns darüber Gedanken machen. Wie beginnt unser Glaubensbekenntnis? Unser Glaubensbekenntnis beginnt mit einem La. Nicht mit einem Na'am, sondern mit einem La. Erstmal mit einer Verneinung. Kein Gott. Und dann kommt erst die Bestätigung, außer Allah. Ganz wichtig. An-Nafyu qabla al-Ithbat, sagen die Gelehrten. Erst einmal muss ich wissen, was falsch ist. Und dann werde ich auch verstehen, was richtig ist. Und deswegen ist es nicht verwunderlich, dass gerade diese erste Generation, die Sahaba radwanullahi alayhim, welche das Falsche zuvor kennengelernt haben, auch diese beste Generation gewesen sind. Natürlich hatten sie den besten Lehrer gehabt, aber gleichzeitig hatten sie auch das vorherige Leben gekannt und den Unterschied gekannt. Und deswegen, Allah subhanahu wa ta'ala ergibt uns Hinweise darauf, wie wichtig es ist, dass wir uns intensiv mit diesem Buch beschäftigen, damit wir den Huda auch wirklich verinnerlichen. Und damit keiner uns etwas einreden kann in unserem Glauben, sodass wir anfangen, Zweifel zu bekommen in unserem Glauben. Und jetzt, nachdem Allah Ta'ala, wir könnten den ganzen Vortrag jetzt nur darüber reden, aber wir wollen ja noch die restlichen Verse insha'Allah Ta'ala besprechen. Allah Subhanahu wa Ta'ala, nachdem er jetzt über den Koran gesprochen hat, beginnt er jetzt über das Fasten.
Und anhand dieses Verses erkennen wir, wie nah das oder wie eng das Fasten mit dem Koran verflochten ist. So als würde Allah Ta'ala uns zeigen wollen, dass wir als Muslime, damit wir auch die Rechtleitung des Korans verinnerlichen können, immer wieder auch bereit sein müssen, uns zu läutern, uns zu reinigen. Bereit sein müssen, auch vielleicht für Allah auf etwas zu verzichten, damit wir die Rechtleitung des Korans verinnerlichen können. Viele Menschen finden nicht zur Rechtleitung, meine lieben Geschwister, weil sie nicht bereit sind zu verzichten. Weil sie bestimmte Dinge machen wollen. Sie sind nicht bereit, auf diese Dinge zu verzichten. Es gibt Menschen, die finden nicht zur Rechtleitung, weil sie nicht bereit sind, auf ihre Macht zu verzichten, wie beispielsweise damals die Mekkaner. Sie wollten nicht auf die Macht verzichten, auf ihre Stellung und haben deswegen erst gar nicht zugehört. Es gibt Leute, die sind nicht bereit, auf ihre niederen Begierden zu verzichten. Beispielsweise auf Alkohol, auf Frauen oder umgekehrt Männer. Sie sind nicht bereit, darauf zu verzichten und finden aus diesem Grund nicht zu Allah. Und deswegen, als Muslim, damit ich die Rechtleitung auch wirklich verinnerlichen kann und zu Allah gelangen kann, muss ich bereit sein, auch für Allah auf Dinge zu verzichten. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat uns in einem schönen Hadith aufgezeigt, wie eng das Fasten und der Koran am jüngsten Tag miteinander verbunden sein werden. Indem nämlich der Prophet sagte, der Koran und das Fasten werden am jüngsten Tag was tun? Sie werden am jüngsten Tag Schafa'a machen, das heißt Fürsprache machen für denjenigen, der sie praktiziert hat und verinnerlicht hat. Das Fasten wird sagen, oh mein Herr, ich habe ihn daran gehindert zu essen am Tag. So nimm meine Fürsprache für ihn an. Und der Koran wird sagen, oh mein Herr, ich habe ihn am Schlaf gehindert. Er hat immer in der Nacht Koran gelesen. So nimm meine Fürsprache, meine Schafa'a für ihn an. Und was machen wir im Ramadan? Wir machen genau das, subhanallah. Im Ramadan beleben wir den Tag mit dem Fasten und die Nacht mit dem Koran. Und deswegen seid niemals nur Fastende, sondern wenn ihr Ramadan fastet, dann müsst ihr Tag und Nacht fasten. Am Tag fastet ihr mit eurem Magen und in der Nacht fastet ihr, indem ihr nämlich auf Dinge verzichtet, die euch ablenken von Allahs Weg. Ihr verzichtet am Abend vielleicht auf eure Serie. Ihr verzichtet am Abend dann vielleicht auf bestimmte Dinge, die ihr pflegtet zu tun. Vielleicht sogar auf ein bisschen Schlaf, damit ihr euch mit was beschäftigen könnt? Mit dem Koran. Auch wenn ich Tarawih bete, womit beschäftige ich mich im Tarawih-Gebet? Mit dem Koran. Es dreht sich also alles um was? Es dreht sich um den Koran. Ramadan ist also nicht nur eine Tages-Ibadah, sondern Ramadan ist eine Tages- und Nacht-Ibadah. Und jetzt, Allah Ta'ala, er spricht weiter und er sagt, فَمَنْ شَهِدْ. Ich komme heute nicht weiter, aber es ist jedes Wort, subhanallah, hat so viele wichtige Bedeutungen und Hinweise. فَمَنْ شَهِدْ. Wer von euch, hier wird es so übersetzt von Frank Bubenheim, wer also von euch während dieses Monats anwesend ist. Das ist das Problem bei Übersetzungen. Bei Übersetzungen kann ich häufig immer nur eine bestimmte Bedeutung in die jeweilige andere Sprache übertragen. Aber Shahide, wie die Koran-Exegeten sagen, hat zwei grundlegende Bedeutungen. Einmal anwesend sein, so wie es hier übersetzt wurde, von man hadara, das heißt, wenn ich Ramadan erleben sollte, dann muss ich fasten. Was ist aber die zweite Bedeutung von Shahide? Die zweite Bedeutung von Shahide ist ja, aber jetzt ganz konkret, die Bedeutung im Arabischen ist? Nein, das ist Shahada. Shahida ist Alima. Wer weiß. Shahada ist mit den Augen bezeugen. Shahida ist, dass ich weiß. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sehr interessant, das schreibt Tahir ibn Ashur in seinem Tafsir, Tahrir al-Tanwir. Er sagt sozusagen diese zwei Bedeutungen. Und Shahada ist dann das für das Auge.
Warum ist das so wichtig? Gerade wenn es um die Frage des Ramadan-Beginns und des Ramadan-Ende geht, gibt es ja immer wieder diese Diskussionen. Und ich werde jetzt gar nicht ausführlich darauf eingehen, weil wir das schon oft gemacht haben. Wir haben auch schon mittlerweile Vorträge im Internet, die man sich diesbezüglich anhören kann. Aber ganz wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass Allah Ta'ala hier von was spricht, entweder anwesend sein oder wissen, dass der Monat eingetreten ist. Was ist denn überhaupt die Bedeutung von Shahr im Arabischen? Shahr kommt von Shahara Mashhur. Was heißt Mashhur? Etwas, was bekannt ist. Shahr kommt von was? Mashhur, bekannt sein. Also ein klares Zeichen dafür, dass etwas begonnen hat, ein neuer Abschnitt begonnen hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er hat für uns extra diese Mondmonate ausgesucht, ja, weil es einfacher ist sozusagen, dass wir uns nach ihnen richten, weil es ein klares Zeichen gibt, nämlich den Mond. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie weiß ich, dass der Monat begonnen hat? Und die klassische Methode, die uns der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in seiner Zeit beigebracht hatte, weil das die einfachste Methode war, und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam es seiner Umma, seiner Gemeinschaft nicht erschweren wollte, ist was? Ist, dass ich einfach den Neumond, den Hilal, es ist ja nicht wirklich der Neumond, es ist sozusagen schon eine fortgeschrittenere Phase, aber den Hilal, sozusagen den ersten Mond, den ich mit den Augen bezeugen kann, als Zeichen nehme dafür, dass ich weiß, dass der Monat begonnen hat. Und deswegen sagt er, sallallahu alaihi wa sallam, ja, wer ihn von euch seht, wenn ihr ihn seht, dann fastet, und wenn ihr ihn seht, dann brecht euer Fasten. Ja? Und wenn ihr ihn nicht sehen könnt, dann gibt es andere Methoden, entweder berechne ich, wenn ich berechnen kann, ja, فَقْدُرُ لَهُ, oder ich schöpfe das dann ab, indem ich dann sage, okay, der Monat ist automatisch 30 Tage oder der Monat ist 29 Tage, wie es einige Gelehrte gesagt haben. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat das begründet, warum das mit dem Auge geschehen soll. Indem er nämlich sagte, wir sind eine Umma, nahnu ummatun ummiya, wir sind eine analphabetische Gemeinschaft. La naktub wa la nahsab. Wir können weder schreiben noch lesen, die meisten von uns. Er beschreibt den Zustand seiner damaligen Zeit. Der Monat ist so lang, also 30 Tage, oder so lang, also 29 Tage. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, ja, hat es damals den Arabern, viele von denen, die hatten noch kein Internet gehabt, noch kein Telefon gehabt, wenn sie irgendwo in der Wüste waren, hätten sie dann selbst rechnen können? Natürlich nicht. Also hat er es ihnen leicht gemacht. Aber er hat gleichzeitig einen Hinweis darauf gegeben, dass man auch rechnen kann, wie in dieser einen Überlieferung. Und der Koran, er zeigt uns auf, es geht um das Wissen. Ich muss wissen, wann er beginnt. Und da ist es eigentlich völlig egal, ob ich das mit dem bloßen Auge mache oder ob ich vielleicht noch genauere Methoden habe, mit denen ich den Beginn dieses Monats festlegen kann, nämlich der Berechnung an sich, welche Allah subhanahu wa ta'ala auch im Koran in Bezug auf die Himmelsgestirne angesprochen hat, indem er nämlich sagte, Ash-shamsu wal-qamaru bi-husban, die Sonne und der Mond sind nach einer klaren und deutlichen Berechnung. An anderer Stelle sagt Allah ta'ala, damit ihr li ta'lamu 'adada as-sinina wal-hisab, damit ihr die Anzahl der Jahre kennt, ja, und auch die Berechnung. Das heißt, Allah ta'ala, er spricht darüber im Koran, dass das dazu da ist, damit wir rechnen können. Und dementsprechend, wenn die Wissenschaft so weit ist, dass man das bis auf die Millisekunde genau berechnen kann, dann dürfte dem eigentlich nichts dagegen sprechen. Und deswegen gibt es sehr viele, nicht nur zeitgenössische Gelehrte, sondern auch viele frühere Gelehrte aus den ersten Generationen, welche der Ansicht gewesen waren, dass wenn die Muslime die Fähigkeit besitzen, die jeweiligen Mondphasen genau zu berechnen, dass dies nicht nur zulässig ist, sondern dass sie das sogar eher tun sollten, als zu sichten. Warum? Weil am Ende geht es worum, dass ich weiß, wann der Monat beginnt. Und es geht nicht darum, dass ich unbedingt das mit bloßem Auge sichte, sondern es geht darum, ich muss wissen, wann der Monat begonnen hat. Und ich schließe dieses Thema ab, wenn ihr dazu noch Fragen habt, nachher könnt ihr gerne Fragen stellen, inshallah ta'ala, mit einem ganz einfachen Vergleich. Und zwar, wenn es um das Gebet geht, und das hat eine Schwester letzte Woche schon gesagt gehabt, da haben die wenigsten Muslime, eigentlich, ich kenne eigentlich niemanden, der das anders macht, haben eigentlich die wenigsten Muslime ein Problem damit, nach der Berechnung zu gehen. Wir haben alle Gebetskalender, oder?
Oder gibt es jemanden oder eine Gebets-App? Ja? Oder gibt es jemanden, der immer auf den Sonnenstand ganz genau schaut? Was ist, wenn es bewölkt ist? Was machen wir dann? Dann haben wir ein Problem. Das heißt, es gehen eigentlich alle, ich sag mal 99,9% der Muslime heutzutage gehen was? Gehen nach einem Gebetskalender. Und wir alle wissen, wie viele unterschiedliche Gebetskalender es gibt. Gerade wenn es um das Fajr-Gebet geht. Oder wenn es um was geht? Um das Isha-Gebet. Man hat teilweise Unterschiede bis zu 1,5-2 Stunden. Alles kein Problem. Obwohl das Gebet, subhanallah, laut dem Koran an eine klare Zeit gebunden ist. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Das Gebet ist für die Gläubigen ein sozusagen Buch zur festgeschriebenen Zeit. Und der Prophet hat mit Jibril gemeinsam, ihr kennt die Überlieferung, ja, wo Jibril zu ihm kam und ihm beigebracht hat, wann die jeweiligen Gebetszeiten sind. Und es ging immer nach dem was? Nach dem Sonnenstand. Komisch, dass da niemand laut aufschreit und sagt, das ist eine Bid'ah. A'udhu billah, wie könnt ihr so etwas machen? Aber subhanallah, wenn es darum geht, da ist der Aufschrei groß, obwohl wir sogar jeden einzelnen Fastentag nach was beginnen und nach was beenden? Nach ebenfalls den Gebetszeiten. Also der Aufschrei ist nur wann groß? Nur wenn es um diesen ersten Tag und den letzten Tag geht. Abschließend möchte ich dazu sagen, weil das ist ganz, ganz wichtig, und das sage ich jedes Jahr, aber es ist wichtig. Ihr werdet in den nächsten Tagen wieder den Kampf der Sterne erleben oder der Mondsichtung, der Mondsicheln. Ja? Im Internet wird es lange Diskussionen geben. Meine lieben Geschwister, ich möchte, dass ihr, insha'Allah, alles, jeder einzelne von euch, ein Friedensstifter ist. Das heißt, keiner, der hier sitzt, sollte ein Spalter sein. Die anderen, die nach der Sichtung gehen, die machen das ja nicht, weil sie irgendwie was Schlechtes wollen. Sie sagen auch, wir wollen das richtig machen. Jeder will es im Grunde genommen richtig machen. Am Ende sollten wir nach der Mehrheit gehen, und die Mehrheit in Deutschland geht nun mal nach der Berechnung. Aber unabhängig davon, es wird wieder Diskussion geben. Und eure Aufgabe, liebe Geschwister, ist es ganz wichtig, im Internet, in den verschiedenen sozialen Netzwerken dafür zu sorgen, dass die Leute sich in gewisser Weise entschuldigen gegenseitig, wenn sie andere Meinung haben, versuchen, einen gemeinsamen Nenner zu finden, ja, und nicht sich spalten und bekämpfen und beschimpfen, und dass man kein richtiger Muslim ist, dass man nicht versteht, dass man Bid'ah begeht und so weiter und so fort. Unsere Aufgabe ist es also was? Für die Einheit zu sorgen und nicht für die Spaltung. Und wenn es Leute gibt, die an einer anderen Meinung festhalten, dann entschuldigen wir das und wünschen ihnen einen glücklichen und schönen Ramadan und einen gesegneten Ramadan, ja, und sagen, guck mal, Bruder, du hast deine Meinung, ich habe meine Meinung, möge Allah Ta'ala uns alle segnen in unserem Fasten, ja. Das sollte unsere Aufgabe sein, insha'Allah Ta'ala. Und wer mehr zu diesem Thema finden möchte, es gibt eine super Abhandlung, geschrieben, über 70 Seiten meines Wissens, ja, von unserem Bruder Mohammed Johari, der hat es auf Munanjo, heißt das, glaube ich, was? Munayo. .de ist ein Blog, da findet man das sehr ausführlich. Es gibt auch mehrere Videos, ein Video auch von diesem Unterricht hier, wo wir ausführlich darüber gesprochen haben, und andere Videos, wo man sich ausführlich mit diesem Thema, insha'Allah ta'ala, beschäftigen kann. Und jetzt geht Allah subhanahu wa ta'ala, nachdem er darüber spricht, dass wir dann sozusagen fasten sollen, erwähnt er noch einmal etwas sehr Merkwürdiges, indem er nämlich sagt, und zwar eine Wiederholung macht. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Wer also von euch während dieses, wer jedoch krank ist oder sich auf einer Reise befindet, eine gleiche Anzahl von anderen Tagen fasst. Warum wiederholt das Allah? Ich meine, im Koran wird doch sonst nicht, warum, es muss doch einen Grund haben, warum Allah das wiederholt. Weil im Vers zuvor wurde genau dasselbe erwähnt. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Ja, wer von euch jedoch krank ist oder sich auf einer Reise befindet, der soll eine gleiche Anzahl von anderen Tagen fasten. Warum wird in zwei Versen, die aufeinander folgen, genau dasselbe erwähnt? Die Gelehrten sagen, das hat einen wichtigen Grund. Und dieser Grund ist, dass vielleicht einige denken können, dass dieser erste Vers aufgehoben wurde, hatten wir ja letztes Mal gesagt, könnt ihr euch erinnern? Dass manche davon ausgehen, dass dieser Vers aufgehoben wurde und mit dem nächsten Vers sozusagen dann Ramadan zur Pflicht wird. Und dem ersten Vers die Leute noch die Wahl hatten zwischen Fasten oder Nicht-Fasten oder dann sozusagen eine Ersatzgabe geben. Könnt ihr euch erinnern? Oder nicht mehr so richtig? Gut. Und es könnte natürlich sein, dass jemand, der jetzt diesen zweiten Vers liest, denkt, ah, der gesamte Vers wurde aufgehoben.
Das heißt, auch die Ruchse, auch die Erleichterung, dass ich als Reisende und als Kranker mein Fasten brechen darf. Und deswegen wiederholt Allah Ta'ala dies extra noch einmal, damit niemand auf die Idee kommt und sagt, das wurde aufgehoben. Und Nummer zwei, selbst wenn wir sagen, dass dieser Vers den vorherigen Vers nicht aufhebt, es nochmal hier eine klare und deutliche Bestätigung ist für diese Erleichterung von Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen, Allah subhanahu wa ta'ala, er führt direkt danach was an? Diese allgemeine Regel. يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. Allah will für euch Erleichterung, er will für euch nicht Erschwernis. Hätte Allah nicht sagen können, مَا يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ إِلَّا الْيُسْرَ, wäre doch einfacher. Der Koran versucht sich immer kurz zu fassen. Allah will für euch nur die Erleichterung. Wollt ihr nur noch selber ausdrücken. Warum hat Allah Ta'ala das extra aufgesplittet? Allah möchte für euch die Erleichterung, er möchte für euch nicht die Erschwernis. Ich meine, der Koran ist doch rhetorisch einwandfrei. Wie kommt es, dass Allah Ta'ala das extra aufsplittet und extra etwas länger macht, wenn man es doch hätte kürzer machen können? Der Grund ist, Allah Ta'ala, er möchte noch einmal klar und deutlich bestätigen, dass es immer um die Erleichterung geht und niemals um die Erschwernis. Und genau das tut unser Prophet, sallallahu alaihi, indem er nämlich sagt, inna dina yusr, diese Religion ist leicht. Wa lan yushadda ad-din ahad illa ghalaba. Und keiner übertreibt es in der Religion, außer dass sie ihn übermannen wird. Und deswegen, alles, was Allah Ta'ala für uns an Geboten herabgesandt hat, ist für uns eine Erleichterung und niemals eine Erschwernis. Auch wenn ich zunächst erst einmal glaube, boah, das Fasten ist schwer, 30 Tage hintereinander fasten, wie soll ich das aushalten, warum verlangt das Allah Ta'ala von mir, fast 18 Stunden zu fasten? Allah will für dich eine Erleichterung. Er möchte dich damit nicht an deine Grenzen bringen. Nein, Allah Ta'ala, er verfolgt damit einen ganz konkreten Plan. Und deswegen glaubt niemals, dass die Gebote Allahs in irgendeiner Weise gegen dich sind. Sie sind immer für dich. Immer. Alles, was Allah Ta'ala von dir verlangt hat, ist in deinem Sinne. Und alles, was er verboten hat, ist in deinem Sinne. Und soll am Ende für dich eine Erleichterung in deinem Leben darstellen und keine Erschwernis. Und deswegen, ganz wichtig, jeder, der sich die Religion zu einer Erschwernis in seinem Leben macht, der praktiziert seinen Glauben nicht richtig. Merkt ihr das? Sobald die Religion für dich zu einer Erschwernis wird in deinem Leben, nicht weil du deine Neigung befolgst, sondern einfach, du übertreibst in einem Bereich, dann sei sicher, dass du irgendetwas falsch machst. Die Religion ist immer eine Erleichterung und immer eine Bereicherung. Immer eine Rahme, eine Barmherzigkeit. Und deswegen immer dann, wenn Leute sie missbrauchen oder sie falsch praktizieren und sie dann zu einer Erschwernis wird, dann weißt du, das ist ein Zeichen dafür, dass hier irgendetwas nicht stimmt. Und dann sagt Allah Ta'ala, وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةِ, damit ihr die Anzahl vollendet. Ja, Allah will es euch leicht machen, damit ihr eure Pflichten auch erfüllt. Und jetzt ganz, ganz wichtig. وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. Und Allah als den größten Preis dafür, dass er euch recht geleitet hat. Das kann zwei Bedeutungen haben. Einmal, dass wir, nachdem wir 30 Tage gefastet haben, zum Eid was machen? Takbir. Und deswegen unser Eid besteht aus was? Aus dem Takbir, oder? Wir machen immer zum Eid mehrere Takbirat im Gebet, vor dem Gebet. Ja. In der ersten Raka'a machen wir das 9-mal, siebenmal in der zweiten Raka'a machen wir das 5-mal, ja, nach einigen Madhab, mehr nach anderen weniger. Ja. Unser Eid besteht aus Takbir. Also wir machen Takbir, wir sagen Allahu Akbar, Allah ist der Größte mit unserer Zunge. Aber noch viel wichtiger ist was anderes hier, die andere Bedeutung. Nämlich Allah Ta'ala, er zeigt uns auf, wie wir wirklich Allah preisen. Nämlich nicht einfach nur durch Worte, sondern durch unsere Taten. Du sagst Allahu Akbar, aber du vernachlässigst dein Gebet. Dann hast du gelogen. Du hast gelogen. Du behauptest nur Allahu Akbar mit deiner Zunge, aber du zeigst es nicht wirklich. Du behauptest Allahu Akbar,
Aber wenn du etwas tust, denkst du erst einmal, bevor du es tust, was es mir für einen materiellen Vorsprung gibt und Vorteil. Und erst dann, irgendwann einmal, nachdem du schon damit begonnen hast, denkst du darüber nach, ist es eigentlich halal oder ist es haram? Du hast gelogen. Allahu Akbar ist nicht das. Allahu Akbar bedeutet, dass Allah immer größer ist als alles andere. Immer an erster Stelle steht, niemals an zweiter Stelle. Das ist Allahu Akbar. Und das lerne ich durch das Fasten. Mit Allahu Akbar höre ich auf zu essen. Da gibt es nicht nochmal ein Happen. Ja, ich nehme noch, esse nochmal ein bisschen. Nein, mit Allahu Akbar, khalas, ist vorbei. Und mit Allahu Akbar darf ich erst wieder mein Fasten brechen. Mit dem Adhan und mit dem Adhan. Ich halte mich, subhanallah, beim Fasten genau an die Grenzen. Und genau das ist es, was Allah von mir möchte in meinem Leben. Dass ich mich an die Grenzen Allahs halte. Und dass ich sie nicht überschreite als Mensch. Sondern dass ich die Grenzen Allahs kenne. Das ist Allahu Akbar. Also Allahu Akbar ist gut, dass ich es mit meinen Worten ausspreche. Aber Allahu Akbar muss ich durch meine Taten äußern. Ich muss das jeden Tag immer wieder unter Beweis stellen, dass Allah Akbar min kulli shay ist. Dass Allah wirklich größer als alles andere in meinem Leben ist. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةِ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ Und dann وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Auf das ihr dankbar sein möget. Also, jetzt zeigt uns Allah was auf? Ein zweites Ziel des Fastens. Das erste Ziel war was gewesen? لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Und das zweite Ziel ist was? لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Also wahre Dankbarkeit erlange ich als Mensch nicht einfach nur durch Worte, sondern wahre Dankbarkeit erlange ich als Mensch nur durch Taten. Und deswegen, wir haben das schon mal, als wir über Shukr gesprochen haben, erwähnt gehabt. Was ist die ursprüngliche Bedeutung im Arabischen von Shukr? Man sagt im Arabischen Dab Shakur. Was ist eine Dab Shakur? Was ist eine Dab Shakur? Also wörtlich übersetzt würde man sagen, ein dankbares Tier oder Vieh. Was ist ein dankbares Vieh? Die Gelehrten sagen, es ist ein Vieh, also wie eine Kuh zum Beispiel, der ich wenig zu essen gebe, aber die trotzdem immer dicker wird. Also ich gebe ihr wenig, aber sie wird immer dicker. Ja, sie gibt mir viel Fleisch, obwohl ich ihr vielleicht gar nicht so viel gegeben habe. Und eine undankbare ist dann eine, die sich voll frisst, aber nicht wirklich dicker wird. Das heißt, wenn ich sie schlachte, ist es immer noch ein schwaches Tier, wo ich nicht viel von profitiere. Und dementsprechend, Dankbarkeit äußert sich nicht einfach nur durch Worte, sondern muss sichtbar sein. Also etwas, was sichtbar ist. Etwas, was sich messen kann. Und ich gebe immer ein schönes Beispiel diesbezüglich. Ein Beispiel auf unsere Schwestern bezogen. Und zwar, wenn eine Schwester verheiratet ist, ja, und dann kommt ihr Mann und sagt ihr immer wieder, ah, oh, Schatz, ich liebe dich oder weiß ich nicht was, aber dann sagt sie, ich möchte das sehen. Alleine die Worte reichen mir nicht aus. Ja? Ich möchte das sehen durch Gesten, dass du mal zum Beispiel eine Rose mit nach Hause bringst, dass du mich mal einlädst zum Essen, dass du mir mal einen romantischen Abend machst und so weiter und so fort. Ja? Ich möchte das sehen, du musst das durch deine Taten auch beweisen, einfach immer nur zu sagen, du liebst mich, ich liebe mich, ja? Das reicht nicht aus. Ja? Sondern du musst das zeigen. Genauso deine Mutter. Ja? Deine Mutter, ja, immer wieder bist du frech zu ihr und am Muttertag oder an ihrem Geburtstag bringst sie in den Rosen, alles ist gut und dann sagst du, nee, das will ich gar nicht. Ich will einfach nur, dass du ein bisschen respektvoller mir gegenüber bist. Das reicht mir schon aus. Ich brauche keine Rose von dir. Ich brauche nicht irgendwie an diesem Tag, keine Ahnung, ich brauche einfach nur deine Taten, dass du Respekt in deinem Alltag mir gegenüber zeigst. Das ist das, was ich sehen möchte. Und das ist die Dankbarkeit. Und das ist die Dankbarkeit, die Allah Ta'ala möchte. Dankbarkeit durch unsere Taten. Und dann sagt Allah Ta'ala, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ Allah. Dieser schöne Vers. Und wenn dich meine Diener nach mir fragen, so bin ich nahe. Wir können diesen Vers leider nur noch kurz anschauen. Wir haben schon oft über ihn gesprochen und werden auch noch über ihn sprechen, insha'Allah Ta'ala. Aber dieser Vers ist inmitten der Fastenverse. Und der Grund ist, weil die Sahaba haben gefragt, oh unser Gesandter Allahs, ist Allah weit weg, sodass wir ihn rufen müssen, oder ist er nahe, dass wir flüstern?
beim Dua, woraufhin Allah Ta'ala genau diesen Vers herabgesandt hat. Sie wollten wissen, wie sie Allah rufen sollen. Und daraufhin antwortet Allah in dieser schönen Art und Weise: Und wenn dich meine Diener nach mir fragen, nicht so sag, ich bin nah, sondern ich bin nah. Nicht einmal du stehst zwischen mir und meinem Diener, O Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allah macht uns Hoffnung. Es kommt direkt nach dem Fasten, nach dem La'allakum tashkurun, auf das ihr dankbar sein möget. Wenn ich dankbar bin gegenüber Allah, dann kann ich mir sicher sein, dass Allah Ta'ala meine Gebete erhören wird. Bin ich aber undankbar gegenüber Allah, dann muss ich Angst haben, dass Allah Ta'ala meine Gebete nicht erhört. Und es gibt diese schöne Geschichte von Ibrahim ibn Adham, wo einige Leute zu ihm kamen und sagten: O Imam, ja, wir bitten immer wieder Allah subhanahu wa ta'ala, aber er erhört unsere Gebete nicht. Ja, woraufhin er dann daraufhin sagte: Wie soll er eure Gebete erhören? Und er verlangt von euch das, aber ihr macht genau das Gegenteil. Er erwähnt dann einige Dinge. Und deswegen, warum erhört Allah ta'ala heutzutage unsere Bittgebete nicht? Ich meine, auf individueller Ebene, alhamdulillah, gibt es viele, von denen Allah die Bittgebete annimmt. Aber auf kollektiver Ebene, jeden Freitag machen wir Dua für Philosophien. Jeden Freitag machen wir Dua für Syrien. Für weiß ich nicht was, für jemanden. Und es wird jeden Tag schlimmer. Warum erhört Allah unsere Bittgebete nicht? Auf individueller Ebene gibt es fromme Menschen unter uns, alhamdulillah. Und Allah Ta'ala erhört auch ihr Dua auf sich selbst bezogen oder auf ihre unmittelbare Umgebung. Aber auf kollektiver Ebene? Die paar Leute, die noch, diese paar Prozent, die noch fromm sind, was ist mit dem Rest? Nur Worte. Nur Worte. Wir haben riesige Moscheen. Wir haben tolle Duas, die man im Internet herunterladen kann. Aber nichts steckt dahinter. Nur Worte. Nur Worte. Wir behaupten, die beste Gemeinschaft zu sein für die Menschen. Aber in Wirklichkeit sind wir eine Gemeinschaft, auf die man nur momentan einfach nur bemitleiden kann. Nur bemitleiden kann. Und von solch einer Gemeinschaft soll Allah Ta'ala das Bittgebet erhören. Es gibt eine schöne Geschichte von den Israeliten, von den sogenannten Geschichten der Kinder Israels. Sie ist nicht ganz authentisch, aber sie zeigt sozusagen, wie das ist. Und zwar einmal zur Zeit von Musa alaihi salam gab es eine Dürrezeit. Und sie gingen hinaus, um das Salat al-Istisqa zu machen, das Regengebet. Und sie baten Allah Ta'ala: Oh Allah, gib uns, oh Allah, gib uns, oh, lass Regen herabkommen. Aber es kam kein Regen herab. Musa alaihi salam war verwundert gewesen. Sie haben doch vorher gefastet, sie sind mit ihrer alten Kleidung staubbedeckt rausgegangen, so wie es Allah verlangt hat. Woraufhin Allah Ta'ala ihnen dann offenbart hat: Es gibt einen Sünder unter euch. Wegen einem Sünder hat Allah Ta'ala das Gebet der Gemeinschaft nicht angenommen. Und stellt euch mal vor, bei der Lage unserer Umma. Kann man sich vorstellen, warum Allah Ta'ala unsere Duas nicht annimmt. Die schönsten Duas. Ja, aber 30 Tage im Ramadan und immer wieder Dua, aber nichts wird davon erhört. Warum? Weil unsere Lage einfach so schlecht ist, dass Allah Ta'ala nicht mehr unsere Bittgebete für unsere Umma erhört. Dieser eine hat dann Taube, es hat dann plötzlich angefangen zu regnen, damit wir die Geschichte auch noch zu Ende erzählen, hat dann plötzlich angefangen zu regnen und Musa wunderte sich, weil er hat gesagt: Es gibt einen Sünder unter euch, der soll hervortreten, damit Allah Ta'ala unser Bittgebet erhört. Und plötzlich fing es an zu regnen. Musa wundert sich und sagt: Oh Allah, wie kann das sein? Ja, der ist gar nicht hervorgetreten. Und dann sagt Allah: Ja, aber er hat bereut. Wer ist es gewesen? Woraufhin Allah sagt: Ich habe ihn bedeckt, als er noch ein Sünder war. Soll ich ihn jetzt bloßstellen, nachdem er bereut hat? Subhanallah. Ich habe ihn bedeckt, als er noch ein Sünder war. Soll ich ihn jetzt bloßstellen? Ja, nein, natürlich nicht. Ja? Und auf jeden Fall, da sehen wir, Allah Ta'ala ist uns nahe. Wir sollten die Zeit des Fastens ausnutzen, um viel Dua zu machen. Ujibu da'wat da'i idha da'an. Ich erhöre den Ruf des Bittenden, wenn er mich ruft. Und dann zeigt uns Allah Ta'ala auf, wie wir Dua machen sollen. Ja? Und auf welcher Grundlage Allah Ta'ala unser Dua akzeptiert,
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, so sollen sie nun auf mich hören. Ich muss die Grenze Allahs erst einmal einhalten, damit Allah mich erhört. وَلْيُؤْمِنُوا بِي, und an mich glauben, auf dass sie besonnen handeln mögen. Und jetzt geht Allah Ta'ala auf den letzten Vers über. Ich mache es ganz kurz, insha'Allah Ta'ala, wo er nochmal über eine ganz konkrete Sache spricht, die wir kurz ansprechen werden. Ich werde es nicht in die Länge ziehen, insha'Allah, damit wir dann auch zum Ende kommen. أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ, erlaubt ist euch in der Nacht des Fastens mit euren Frauen Bleischlaf auszuüben. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, sie sind euch ein Kleid und ihr seid ihnen ein Kleid. Was für eine schöne Metapher. Alim Allahu annakum kuntum takhtanun anfusakum fataba alaykum wa afa ankum, Allah weiß, dass ihr euch selbst immer wieder betrogt und da hat er eure Reue angenommen und euch verziehen. Es gibt jetzt zwei verschiedene Tafsirs für diese Ayah und verschiedene Überlieferungen. Es gibt mehrere Überlieferungen, die darauf hindeuten, dass einige Sahabe zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam gekommen sind und gesagt haben, O Gesandter Allahs, ich habe eine Sünde begangen, und zwar hatte ich in der Nacht Beischlaf mit meiner Frau gehabt. Und manche Gelehrte gehen davon aus, dass in der Anfangszeit, also im ersten Jahr, als das Fasten eingeführt wurde, es eine Erschwernis gab. Wie sah diese Erschwernis aus? Diese Erschwernis sah so aus, dass man nur essen durfte bis zum Isha-Gebet oder bis zu dem Moment, wo man einschläft. Dass aber dann in der Nacht auch das Fasten weiterhin sozusagen verpflichtend ist. Man hat also nur 1,5 Stunden Zeit zu essen. Und dementsprechend einige dann schwach geworden sind und zum Propheten kamen und daraufhin diese Erleichterung kam. Es gibt aber eine andere Meinung, die halte ich auch für sehr, sehr stark. Und zwar, dass gesagt wird, dass die Muslime unter anderem abgeguckt haben bei den Leuten der Schrift. Und wie sah das Fasten beispielsweise bei den Juden aus? Das hatten wir letztes Mal besprochen gehabt. An Yom Kippur beispielsweise. Wie fasten die Juden da? Wie sieht da das Fasten aus? Weiß es jemand? Haben wir letztes Mal gesagt gehabt. Wie viele Stunden müssen die Juden da fasten? Bis heute noch. Es war nur ein Tag, aber der hat es in sich. Und zwar, sie fasten 25 Stunden, nicht 24 Stunden, sondern 25 Stunden. 25 Stunden dürfen sie weder essen, noch trinken, noch Beischlaf haben. Und dann kann man sich natürlich vorstellen, dass es einige Muslime gab, die in der Anfangszeit, wo das Fasten gerade Pflicht wurde, dachten, das Fasten wird so sein wie bei den Leuten der Schrift und hatten dann das Gefühl gehabt, eine Sünde begangen zu haben. Woraufhin Allah Ta'ala aufgezeigt hat, dass es sich um keine Sünde handelt, sondern dass sie in der Nacht essen, trinken dürfen und Beischlaf haben. Das ist eine Meinung. Die andere Meinung hatte auch, wie gesagt, ihre Belege. فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ, von jetzt an verkehrt mit ihnen und trachtet nach dem, was Allah für euch bestimmt hat. Das deutet auf diese erste Meinung hin, dass das dann sozusagen als Erleichterung eingeführt wurde. Dass sozusagen ab diesem Zeitpunkt sozusagen es erlaubt ist oder es war zumindest nicht klar gewesen. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ, und esst und trinkt, bis sich für euch der Weiße vom schwarzen Faden der Morgendämmerung klar unterscheidet. Hier gab es jetzt einige Sahabe, ja, die das Wort wörtlich verstanden haben. Und was haben sie genommen? Sie haben einen schwarzen Faden genommen und einen weißen Faden und sie haben ihn auf ihr Kopfkissen gelegt und die ganze Zeit geguckt, wann kann ich sozusagen diesen schwarzen Faden vom weißen Faden unterscheiden. Und dann kam sozusagen einer von ihnen zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam und meinte, O Gesandter Allahs, ich konnte das nicht erkennen. Ja? Das war schon sozusagen längst Fajr gewesen, aber ich habe es nicht erkannt, weil es noch dunkel war. Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, Innaka la'aridul qafa oder la'aridul wisada, du hast ein ganz schön breites Kopfkissen. Also mit anderen Worten, du hast es sozusagen nicht ganz verstanden, ja, aber und aufgezeigt, dass damit was gemeint ist, natürlich, ja, die Morgendämmerung. Da sehen wir auch noch einmal, dass der Koran auch manchmal Metaphern verwendet, ja, um bestimmte Dinge zu beschreiben. ثُمَّ أَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ, und dann hierauf verzielt das Fasten bis zur Nacht. Und jetzt geht Allah Ta'ala noch auf eine wichtige Ibadah im Ramadan ein, وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ, und verkehrt mit ihnen nicht, während ihr euch zur Andacht in die Gebetsstätten zurückgezogen, also i'tikaf,
Ja, eine Ibadah, die unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam jedes Jahr vollzogen hat. Ja, wo ich mich voll und ganz zurückziehe und über die wir nochmal sprechen werden, inshallah, kurz vor den letzten 10 Tagen. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Dies sind Allahs Grenzen, so kommt ihnen nicht zu nahe. Komm erst gar nicht in die Nähe von den Grenzen Allahs. Wala taqrabu zina. Komm erst gar nicht dem Sinne in die Nähe. Ja, weil wenn du erstmal in der Nähe bist, was ist dann? Dann kann es ganz schnell passieren, dass du schwach wirst und diese Sünde dann begehst und die Grenzen Allahs überschreitest. كَذَلِكِ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ. Und jetzt wieder, لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. So macht Allah den Menschen seine Zeichen klar, auf dass sie gottesfürchtig werden mögen. Allah beginnt die Fastenverse mit der Gottesfurcht und beendet sie mit der Gottesfurcht. Und jetzt schließe ich ab mit dem Kontext. Was ist der nächste Vers? Die Fastenverse sind jetzt fertig. Was kommt jetzt? Kennt jemand die Verse auswendig, ja? Ah, ajib. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. Und zehrt nicht euren Besitz untereinander auf nichtige Weise auf. وَتُدُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ. Und bestecht nicht damit die Richter. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ. Um einen Teil des Besitzes der Menschen in sündhafter Weise zu verzehren. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Wo ihr es doch wisst, was ist der Zusammenhang zwischen diesem Vers und den Fastenversen? Warum spricht Allah da jetzt plötzlich darüber? Damit schließen wir ab, inshallah. Warum spricht Allah darüber? Ist interessant, oder? Was hat dieser Vers mit dem Fastenversen zu tun? وَلَا تَأْكُلُوا. Was sollen wir beim Fasten machen? Auch nicht essen. Und hier zeigt uns Allah nochmal was auf, dass wir, wenn wir richtig fasten, auch verstehen müssen, dass wir erst recht nichts verzehren, was haram ist. Wer etwas verzehrt, was haram ist, der hat nicht gefastet. Und das Fasten, dieser Verzicht im Ramadan muss dazu führen, dass ich verzichte auf Dinge, die haram sind. Und deswegen, was sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam? Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bih. فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٍ فِي أَنْ يَدَعَ طُعَامَهُ وَشَرَابًا. Wer nicht die falsche Zeugenaussage, was ist ein Qawl al-Zur? Das ist eine Akbar al-Kabair. Das gehört zu den größten Sünden. Qawl al-Zur heißt eine Aussage vor Gericht oder irgendwo, mit der ich einem anderen Menschen Unrecht zufüge. وَالْعَمَلَ بِهِ. Und das Handeln danach, dass ich Leute betrüge, hintergehe. Genauso wie hier, wie in diesem Vers beschrieben. So braucht es Allah nicht, dass ich auf mein Essen und mein Trinken verzichte. Er braucht so etwas nicht. Und deswegen, wer so etwas tut, ja, und fastet im Ramadan, der muss sich darüber im Klaren sein, dass er Ramadan nicht verstanden hat. Der soll trotzdem fasten. Nicht, dass er sagt, ich faste nicht. Faste, aber mach Taube. Faste und mach Taube. Jetzt ist die Zeit. Faste und mach Taube. Kehre zu Allah zurück. Gib den Menschen ihr Recht zurück. Aber zu fasten, um weiterhin die Menschen zu betrügen. Weiterhin das Recht der Menschen an sich zu reißen. Weiterhin darauf zu bestehen, die Schulden nicht zurückzuzahlen. Das ist kein Fasten. Und da sehen wir, subhanallah, wie schön dieser Übergang ist, oder? Und dass der Koran nicht einfach so die Themen aneinander reiht, sondern dass jedes Thema mit dem anderen in brillanter und perfekter Weise verknüpft ist. Möge Allah Ta'ala uns Ramadan erreichen lassen. Ja Allah, lass uns den Ramadan erreichen. Ja Allah, lass uns so fasten, wie du es von uns verlangt hast. Ja Allah, wir bitten dich, dass du uns noch in diesem Monat alle unsere Sünden vergibst, sodass unsere Taten zu dir emporsteigen mit einer aufrichtigen Taube. O Allah, lass unsere Taten, unsere guten Taten zu dir emporsteigen und vergib uns alle unsere schlechten Taten. Ja Allah, O Allah, lass uns den Ramadan in Empfang nehmen, mit einer geläuterten Seele und mit einer aufrichtigen Reue. O Allah, lass uns in diesem Ramadan dir näher kommen. O Allah, vergib uns alle unsere Sünden in diesem gesegneten Monat. Und lass uns in diesem gesegneten Monat zu jenen gehören, welche du vor dem Höllenfeuer erretten wirst. O Allah, wir bitten dich, dass du unsere Herzen auf deinem Weg festigst. O Allah, festige unsere Herzen auf deinem Weg. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. O Allah, vergib uns unsere Sünden, welche wir öffentlich begehen, unsere Sünden, welche wir im Geheimen begehen. O Allah, vergib uns unsere großen Sünden und unsere kleinen Sünden.
O Allah, vergib uns all unsere Sünden gegenüber dir, als auch unsere Sünden gegenüber deinen Geschöpfen. O Allah, wir bitten dich, dass du uns in diesem Ramadan zu den Angenommenen gehören lässt. O Allah, lass uns in diesem gesegneten Monat zu den Angenommenen und zu den Akzeptierten gehören, ja Allah. O Allah, lass uns diese Verse, die du unserem geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam offenbart hast, verinnerlichen und sie in diesem Ramadan umsetzen in bester Weise. O Allah, mach den Koran zu dem Frühling unserer Herzen. O Allah, mach den Koran zu dem Beseitiger all unserer Sorgen und Ängste. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وأحزاننا اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا به ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا إله العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.